Der Feind hat zuerst zugeschlagen. Jo Leute, was geht? Der Filmer wieder hier am Start. Wir spielen Team Deathmatch auf der Map Festung von Far. Natürlich Battlefield 1. Schon eine Zeit vergangen zu der Beta. Und da hätte ich echt Schwein. Ja, Steuerung ein bisschen anders als bei Call of Duty. Gewohnheitsbedingt. Unsere Seite liegt in Führung. Komm in das Kampfgebiet zurück. Okay, mit dem wird's wohl nicht. Wollte ich mir eigentlich wegsnacken. Handgranaten. Und andere Granaten. Aber ich wollte es halt ein bisschen klassischer haben. Nicht diesen Weltraum-Shitstorm, Alter. Auf dem jetzt all die Welt abfährt. Ah ja, die Hellwing ist schon eine wagte Gegner. Guckt euch dein Level an, der ist schon Level 78. Ich bin gerade erstmal Level 11. Da gibt es ja immerhin die besten Waffen immer, ne? Aber egal, ich spiele das Game aus Spaß. Mir geht's nicht hier, mir geht's hier nicht um die KD. Hauptsache, ich hab einfach ein bisschen Spaß am Game. Mann, und da kommt da schon wieder der 78er, ey. Ah, hat Ähnlichkeit mit der PPSH von den Russen. Trommelmagazin, Schnellfeuer. Und das sind hier alles geübte Spieler, ne? Wir versuchen hier mal einen Weg zu bahnen. Der uns jetzt oder? Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Hier teilen. Interessant. Oh, scheiß Bienennest, Alter. Die Scharfschützen sind hier schon die Oberhärte. Ich wollte mir da hinlegen. Ist jetzt hier bloß Team Deathmatch. Aber jetzt auf Größenmaps wie Eroberung.
Tja, da ballern sie dir schon aus 3 Kilometern oder wenn nicht sogar mehr dir mal easy peasy in den Kopf. Ja, Hauptsache ich hab hier ein bisschen Spaß im Game, muss mir halt hier noch ein bisschen rinfuchsen. Bei Battlefield und Call of Duty, das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Wie gesagt, vom Waffenverhältnis her. Orada bir gözcü var. Onlarınkilerden biri. Und da sitzt deine Ecke. 30% hat der noch gehabt. Naja, okay. Hauptsache wieder hier einen Kill, den nicht. Vorsichtig antasten einfach. Ja, ich renn einfach rennen. Wir haben so gut gewonnen. Er gibt mir natürlich einen Headshot. Wie gesagt, ist diese Waffenverhältnisse schwimmt alles mehr. Sagt halt anderes Feeling als bei Battlefield. Ach. Versprecher als bei Call of Duty, ey. So, den da oben haben wir. Und da kommt schon wieder er mit seiner Hellring, die ihm wohl angeblich Spaß macht. 26 Service-Sterne oder so. Unsere Seite liegt in Führung. Der Feind liegt in Führung. Der Feind liegt in Führung. Unsere Seite liegt in Führung. Unsere Seite liegt in Führung. Liegt in Führung. Und wenn ihr euch wundert, weil die da bestimmte Typen haben, manche müssen es ja schon wissen, hier zieht man ja diese Kisten und da ist keine verbesserte Waffe drin, nur so eine zum Optikmodul, mehr nicht. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Immer mit einem Spaten hier. Ah, Endeffekt Jack Reform Stick eigentlich. Wieder ein Messer einpacken. Ja, übel, wir haben verloren. Aber egal, es hat Spaß gemacht. Ja, als Nachkampf sollte ich wohl wieder ein Messer drin machen als so ein Klappspaten, aber egal. Dieses Spiel gibt mir ein besseres Feeling als das neue Call of Duty halt.
Ich sehe da Zukunfts... Quatsch, einfach nur Classic. Ah ja, bloß 7 Kills, Level ist jetzt nicht so die Pointe. 7 zu 8, naja. 0,90er, 0,80er Quote halt, aber egal. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir haben einen Abwurf gekriegt. Yay! So, da sind wir schon im Menü. Da oben wird uns halt ungeöffnet, haben wir eine. So, dann kann man sich halt wieder Packs kaufen. Da sieht man jetzt, was kostet 200 Schrottpunkte oder 2 Euro. Kann man sich dann beliebig immer was holen. Und hier unten dann halt nur Schrott, 900 Schrott und so. Man sieht dann immer auf der rechten Seite immer alles, was drin ist. Und wenn man das halt, da sieht man jetzt was draus. Beispielsweise der deutsche Kaiser, ist diese Skin. Man hat wirklich darauf keinen Bock, dann könnte man den zu Schrottobjekten umwandeln. Also man kriegt das, und dann steht da beschrieben, wird es behalten oder verschrotten halten. So sammelt man sich die Punkte an. Aber das werden wir ja gleich nochmal sehen. Wir öffnen mal dieses Paket, gucken, was drin ist. So, wir haben den Skin für Martini Henry. Königlicher Erlass. Ein Special Skin. Also, Special nicht. Sieht wohl eher so halt normal aus, wegen dem weißen Strahl, der da runterkommt. Gibt halt blauen und dann halt diesen goldenen. Aber egal. So, jetzt haben wir die Wahl. Fügen wir das in unseren Inventar hinzu oder verschrotten wir das für 30? Ich würde sagen, das hat ein bisschen guten Stil. Wir fügen das mal unserem Inventar hinzu. Für Martini Henry muss ich mal gucken, ob ich die schon habe. Dann hau ich mir den auf. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein Karabiner oder so. Könnte vielleicht in der Sanitäterklasse mit drin sein. Oder vielleicht im Speer. Also im Scharfschützen. Wir werden es mal sehen. So, jetzt sind hier die Stats halt so, ne? Kill Kills Minute 59, ja, wie gesagt, interessiert mir nicht. Hauptsache das Spiel macht mir Spaß. Also mit der Klasse ist, wie gesagt, der Sturmsoldat, wie ihr da sieht. Mit der MP fast 100 Kills, dann gibt das auf jeden Fall eine erste Medaille. Denn jetzt ist es dann, glaube ich, so, wenn ihr jetzt weiter mit der Waffe schießt, kriegt ihr halt, wie gesagt, diesen Service da. Und dann halt diese Marke, die ihr dann bekommt da hinten, also auf dieser müsste die Vorderseite sein von den Medaillen. Was bei mir jetzt die goldene da ist. Wo dann steht, also mit der Waffe halt, ja, ja, und dann schon so und so viel Kills macht. Ja, jetzt oben rechts halt, da seht ihr halt mein Emblem, das kann man sich über eine bestimmte, über die Battlefield-App machen. Also, mir gefällt das Spiel, das macht richtig Bock. Gibt, wie gesagt, diesen einen oder anderen Moment, wo teilt dann mal kurz abfuckt, ne? Aber egal, ich hab mit Battlefield Spaß. Im Gegensatz zu den neuen Call of Duty, wo ich da auch bloß die Beta angezockt habe, kurz und dann gleich wieder ausgemacht habe. Wie gesagt, so einen klassischen Shooter. Ohne Springen, ohne Pipapo, hier, ich renne jetzt an die Wand und ach, hör auf. Das bockt einfach nicht. Und ich würde auch behaupten, dass Battlefield 1 mehr Verkaufszahlen hat als das neue Call of Duty. Naja. Meiner Meinung nach lohnt es sich für Spieler, die mehr auf Klasse stehen, Battlefield zu holen, Battlefield 1, ne? Oder generell Battlefield, weil da man einfach dieses klassische Feeling hat. Gut, man könnte jetzt für ein paar Euro mehr bei Call of Duty Infinity Warfare noch Modern Warfare dazu kriegen, aber
juckt mich einfach. Es bockt einfach nicht. Das Call of Duty Infinity Warfare bockt einfach nicht mehr. Und deshalb spiele ich Battlefield. Ja. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr zurzeit spielt, auf was ihr mehr Bock habt, falls ihr beide Spiele habt, also Battlefield 1 und das neue Call of Duty. Wo steigt eure Laune mehr? Ja. Gut. Gut, dann bedanke ich mich vielen lieben Dank fürs Zuschauen bei euch. Würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ein nettes Kommentar ist auch, wenn ich mich... Ja. Ich sag, bin ich raus heute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.